Ja, wenn es den idealen Spitzenbruch gibt, wenn ich es mal so ganz böse ausdrücken darf, der dann das Trittbrett in eine ganz neue Dimension des Fischens bedeutet, dann ist es ein Spitzenbruch von circa 35 Zentimetern, wie in diesem Fall. Was dann alles passiert, zeige ich gerne in diesem Video. Die Rute habe ich bereits eingespannt in die Messanlage, denn beim Solitip-Tuning oder bei Reparaturen ist nichts wichtiger als die Vermessung nach der 15-Grad-Methode, damit man auch im Vorfeld auch sagen kann, was bei der Reparatur rauskommt. Ich bediene mich hier einfach, indem ich die Solitip, also die Vollspitze, die ja dieses abgebrochene Teil ersetzen wird, die ist da vorne bereits provisorisch angeheftet, macht es mit Pfeifenputzern, okay, das ist die einfachste Methode, ganz ehrlich gesagt. Und nun hänge ich die Gewichte dran. Es sind also einmal 15,2 Gramm, das entspricht einer Schnurklasse 5, aber wohlgemerkt mit der Backpower von der 6er, die sie ja ursprünglich da mal war, nur sie wird dann dadurch etwas feiner in der Spitze. Und das ist jetzt 15,2, ziemlich genau eine Schnurklasse 5. Und wie sich das jetzt verhält mit dem hohen Gewicht, also wie praktisch die Rute sich biegt beim Wurf, sieht man also hier ganz schön unten relativ stark noch von der Kraftentwicklung und dann geht es in der Spitze rein. Und das ist das, was man natürlich spürt beim Wurf mit etwas kürzerer Leine. Die Rute beschleunigt wesentlich besser und hat dann die Kraft auf Distanzen von der 6er Schnur. Man kann natürlich auch mit der 6er generell noch fischen, fühlt sich nur wesentlich feiner und harmonischer an, der ganze Wurfablauf. Okay, in diesem Sinne würde ich jetzt mal sagen, gehen wir zu dem eigentlichen Reparatur dann vor. Das zweitwichtigste ist nämlich das fachmännische Anbringen der Spitze und da zeige ich dann das Endresultat, wie das dann also auch aussieht. Ja, um das Video nicht unnötigerweise in die Länge zu ziehen, melde ich mich mal gleich aus dem OP-Saal. Ich habe hier schon natürlich alles hygienisch sauber gemacht, ein kleines bisschen Staub liegt jetzt da noch rum. Die Spitze ist bereits, wie im Vorfeld schon angedeutet, jetzt mit dem Konus versehen. Vielleicht sieht man das hier auch in der Kamera. Das ist also jetzt der Innendurchmesser des Blanks und das passt jetzt mal so weit rein in die Spitze. Und jetzt muss der Übergang zu dem Außendurchmesser der Solitip angepasst werden. Obala. So, jetzt sieht man, ich halte es mal in die Kamera noch mal rein. Jetzt sieht man, dass der Übergang hier reingearbeitet ist in das Hohlteil und hier flächig bündig schließt. So, zum Einkleben der Spitze verwende ich immer auch etwas Hitze. Und zwar wird dadurch der Kleber sehr dünnflüssig. Und ich kann praktisch die Spitze. Moment, das lassen wir mal da wieder. Jetzt kommt der Tropfen. Und dadurch läuft der Kleber um die Spitze, die eingeklebt ist, also um dieses Vollteil herum, bündig und schließt es komplett auch ab. Da läuft das Ganze. Dann wird die Spitze noch ausgerichtet und man sieht auch schön, dass er wirklich kerzengerade ist. Das kommt durch das Drehen lassen beim Auffräsen, dass es auch wirklich dann gerade drinnen sitzt. So, und jetzt darfst du ein paar Stunden in die Hitzekammer, damit der Kleber auch wirklich aushärtet. Und dann gehen wir mit dem nächsten Schritt weiter. So, und da ich natürlich ein umweltbewusster Mensch bin und möglichst wenig Müll produziere, auch hier bei den Reparaturen, wird der restliche Kleber, der hier vorhanden ist, noch eingefroren und in ein paar Stunden wieder aufgetaut und weiterverarbeitet. So, ein paar Stunden sind nun vergangen. Die Stelle ist jetzt bereits gesäubert. Der Blanklack, das ist ein dunkelblauer Lack, der ist schon auch entfernt. Und nun wird die Manschette angebracht. Ich habe ja vorhin gesagt, ich friere den Kleber ein. Also hier ist er. Der ist jetzt momentan noch ganz fest. Und den machen wir mit Wärme einfach wieder gangbar. Damit ihr mal seht, dass ich hier keinen Schmuh treibe. Jetzt ist er wieder schön flüssig und kann verarbeitet werden. Das Anbringen der Roving-Verstärkung ist natürlich auch kein Geheimnis. Ich zeige das ja immer ganz gerne, die Sachen, wie sie also richtig gemacht werden. Und hier haben wir also den Kleber jetzt schon aufgebracht.
Und jetzt nehmen wir uns ein Stück von dem Roving-Material. Das ist praktisch die Parallelfaser, das Grundmaterial von Kohlefaser. Das sind lauter Längsfasern. Ich nehme hier nicht allzu viele, damit es richtig schön dünn bleibt. Das kann man auch so, man muss ein bisschen Zeit lassen, schön trennen. So, dann wird das Ganze hier vor der Stelle, die verstärkt werden soll, fixiert am Blank. Und dann gibt es einen speziellen Griff, den kriegt man im Laufe der Zeit auch drauf. Man muss also hier mit ordentlich Zug, und das ist eigentlich der Moment, wo bei manchen schon die Rute mal abgebrochen ist, wenn man zu stark zieht oder zu arg verkantet. Also da muss man ein kleines bisschen aufpassen. Und jetzt wird mit dem Roving im Prinzip der Übergang noch ein bisschen geglättet. Also ich werde hier etwas enger und ziehe es dann wieder spiralförmig weiter, um hier nicht allzu sehr aufzutragen. Und dann gehen wir noch einmal retour. Dann haben wir so eine schöne Kreuzwicklung drauf. Wieder an der anderen Seite fixieren. Und es muss halt schön stramm alles bleiben. Und dann wird jetzt Hitze wieder angewendet. Und zwar fürs Einmassieren erstmal der Kohlefaser, des Klebers in die Kohlefaser. Manchmal bringen sie nicht mehr auf die Reihe. Da halte ich mir die Finger drüber, damit es nicht zu heiß wird. Und dann wird es richtig schön hier einmassiert. So, die Stelle ist ausgehärtet und jetzt kommt dann die oberflächliche Bearbeitung. Also werden die Enden erstmal weggenommen von dem Roving. Und dann mit Schmirgelpapier, alles natürlich händisch, ist ja eine Handarbeit. Und dann mit feinem Schmirgelpapier noch. Damit wir hier einen schönen, sauberen Übergang haben. So sieht es der Übergang aus. Und nun kommt nochmal die Vermessung, bevor wir dann mit dem Finishen beginnen. Ich hatte ja zu Anfang der Bearbeitung bzw. zu Anfang des Videos schon eine Vermessung durchgeführt, und zwar mit den provisorisch angehefteten Spitze. Jetzt wollen wir die Vermessung durchführen, nachdem die Spitze nun fest montiert ist. Da haben wir also das Gewicht, das hat sich das erste nicht verändert. Der hat 15,2 Gramm, ursprünglich auch 15,2 Gramm, entspricht der Schnurklasse 5, nach wie vor noch. Und jetzt hängen wir das Gewicht dran, was für die 15 Grad Auslenkung ist. Da hat sich ein bisschen was verändert. Und zwar, da hatten wir es 77,75 und jetzt haben wir nur noch 77,35. Also nicht ganz ein halbes Gramm weniger als ursprünglich. So. Und jetzt sieht man auch schön der nahtlose Übergang zu der Spitze. Also hier haben wir die Einspleisung. Jetzt haben wir also hier einen Powerfaktor von 5,14 in der Schnurklasse 5, wie gesagt. Aber die wirft ohne weiteres, man sieht es ja in der Spitzenaktion her, eine 6er nach wie vor. Also die gleiche Schnur, wie sie ursprünglich auch war. Und da also nicht gleich auffallen soll, dass da eine Spitze dran ist, ist die natürlich auch dann in der Farbe lackiert, wie der ursprüngliche Blank ist. Das ist ein Einbrennlack, also ein grünlich-blauer Ton. Und das darf jetzt dann wiederum für mehrere Stunden in den Ofen. Den Wortlaut, den kennt er mittlerweile. Und dann kommt noch eine Schicht Klarlack drüber. Was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ein typischer Platzer an der Steckverbindung des B-Teils. Hier sieht man schon den Riss in der Lackierung und etwas weiter drüben diese typische Triangle, also dieses Dreieck. Das ist ein eindeutiges Zeichen, dass der Blank hier beginnt aufzuplatzen und auch bei Belastung dann auf jeden Fall brechen kann. Ich werde jetzt diese Reparatur gleich noch in dem Zuge der Arbeiten mit durchführen und hier einen Solicuff anlegen, also eine Kohlefaser-Roving-Verstärkung unterhalb der Wicklung. Dazu mache ich die Wicklung weg
und kommt das Kohlephase dran und dann die Wicklung wieder drauf. So, ich habe jetzt hier die Wicklung schon entfernt und dann sieht man also hier schon auch einen Lackabplatzer an dem Blank selber. Und wenn man von vorne dann reinschaut, dann sieht man auch, wie sich der Blank ganz leicht öffnet. Hier an dieser Stelle, die jetzt zur Kamera zeigt. Ist ein bisschen schwer mit der Kamera einzufangen. Egal, ich werde es auf jeden Fall hier präparieren, so dass es nicht mehr weiter reißen kann und wieder eine Verstärkung da ist am Ende dieser Steckverbindung. Ein sogenanntes Solicuff, also eine Kohlefasermanschette. Ja, das Solicuff ist angebracht und schon geschliffen. Und jetzt kommt die Wicklung drauf. So, die Arbeiten sind nun abgeschlossen und nun das Endresultat, wie zu Anfang des Videos ja versprochen. Und ich meine, da waren einiges an Tipps jetzt in dem Video drinnen, die ich ursprünglich eigentlich gar nicht in der Art so vorgehabt habe. Sorry, wenn das Video also ein bisschen länger geworden ist als ursprünglich geplant. Aber hier haben wir nochmal ein kleines Beispiel. Das ist die Originalspitze, die abgebrochen war. Die war hier an dem unteren Teil praktisch dran. Und was man also hier sehen kann, es waren ursprünglich zwei Laufringe an dem Spitzenbereich. Die sind logischerweise für den Powerfaktor, was die Rute jetzt hat, also diese Sensibilität, die sie ja jetzt hat, einfach zu wenige. Ich habe deswegen auch einen Ring mehr drauf gemacht auf die Spitze und die werde ich jetzt noch lackieren. Und dann ist an und für sich der Auftrag durch. So, dann kann sie also wieder zurück die Route und ich hoffe, dass sie gute Dienste leisten wird und wünsche auf jeden Fall viel Petri Heil, viel Spaß damit. Es wird ein anderes Werfer sein als vorher, kann ich schon jetzt versprechen. Wird dir sicherlich gefallen und ich wünsche dir schöne Fische mit der Route, viel Spaß am Wasser und wenn mal wieder was sein sollte, du weißt, wo ich zu finden bin.